Ja, muss sich eine Frau im Islam ganz verhüllen, nicht darf zu sehen sein, außer die Augen. Da könnte man jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten. Im Prinzip ist es eine Meinungsverschiedenheit. Im Prinzip ist es eine Meinungsverschiedenheit. In allen vier Madhahib gibt es Leute, die sagen, die muss das ganze Gesicht verhüllen. Und in allen vier Madhahib gibt es Leute, die sagen, es reicht, wenn sie Gesicht und Hände verhüllt hat. Ja? Es gibt große Gelehrte, die sagen, die muss das Gesicht verhüllen. Es gibt große Gelehrte, die sagen, sie kann das Gesicht ruhig zeigen. So. Jetzt gibt es die Gelehrte, die sagen, guck mal, wenn die Frau jung und schön und anziehend ist, dann muss sie auch das Gesicht verhüllen, wenn das Gesicht fitner ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Frau, die hier sich in Deutschland bewegt, bei der Mode, die wir draußen sehen, dann wahrscheinlich ist die Frau, die mit Kopftuch rumläuft, nicht gerade die große Fitner, oder? Natürlich, wenn in Saudi-Arabien, wo alle Frauen mit Niqab rumlaufen, wenn sie da ohne Niqab rumläuft, dann ist sie mit Sicherheit Fitner. Aber hier in Deutschland, Allahu alam. Meine Meinung ist, es gibt ein Hadith vom Propheten aus der Hajj. Und die Hajj war, wie gesagt, wann hat der Hajj gemacht? 10. Jahr. Ganz am Ende hat der Hajj gemacht. Und da hat einer, und den Frauen ist es verboten, Niqab bei der Hajj zu tragen. Niqab und Handschuhe. Die Frauen haben aber gemacht, wenn die Männer vorbeikamen, haben sie ihr Gesicht zugemacht. Das heißt, Niqab ist eine spezielle Kleidung für das Gesicht. Aber es wird auch berichtet, dass eine Junge eine Frau gesehen hat, dass er ihr Gesicht gesehen hat. Und der Prophet hat sein Gesicht weggedreht, dass er nicht dorthin gucken soll. Aber trotz alledem zeigt das, dass das Gesicht keine Aura sein soll. Das ist meine Meinung, die Meinung von vielen Gelehrten. Und wer eine andere Meinung ist, soll die andere Meinung haben. Deswegen, ich bin der Meinung, dass es nicht Pflicht ist. Und das ist die Meinung von Imam Malik, Rahimullah. Das ist die Meinung von Imam Abu Hanifa, Rahimullah. Und Qawlu Rajih beim Shafi'i Madhab. Und die Hanbaliten, stärkste Qawl ist dort, dass es Pflicht ist. Khalas. Und Brüder, ich möchte da noch was zu sagen. Diese Fragestellung soll kein Grund sein, sich zu hassen, Walla wal Barra zu machen, weil der eine sagt, es ist Pflicht, der andere sagt nicht. Subhanallah, wir haben noch wichtigere Themen als das. Diskutiere über das Thema und derjenige, der das als Pflicht ansieht, soll es machen und derjenige, der es nicht als Pflicht ansieht, soll es lassen. Aber Subhanallah, sind Brüder, die diskutieren 100 Jahre darüber und die gehen danach auseinander und sind sich am Hassen. Ach, ich diskutiere darüber, wie du die Leute hier in die Moschee reinrufst, die nicht beten. Diskutiere darüber, wie du die Leute, die eine Freundin haben, wie du die dazu bringst, dass sie aufhören mit Sina. Diskutiere darüber, wie du die Schwestern, die vielleicht im Bordell arbeiten, da rausbekommst. Und du diskutierst mir jetzt darüber und schlägst dich bald darum. Brüder, ich habe wegen sowas, da ist schon mal, sind bestimmt schon Schlägereien ausgebrochen. Ob das eine oder das andere Pflicht, das kann doch nicht normal sein. Ob derjenige, der betet Kaffee ist, der nicht betet Kaffee ist oder nicht Kaffee. Ach, das sind Meinungsverschiedenheiten von seit 1000 Jahren. Hast du gedacht, jetzt kommt der Mufti von Köln oder was weiß ich und der regelt die ganze Angelegenheit und plötzlich gibt es einen Konsens, Ijma in der Umma? Ach, du kommst mit nichts Neuem mehr. Glaub es mir.